Hallo liebe Leute, ich habe vor kurzem ein Video darüber gemacht, in dem es darum geht, dass viele Leute aus den Altmedien und Altparteien, dass sie Schauspielern, wenn sie reden, wie wenn man einen Lichtschalter andrückt, ihr Gesicht plötzlich ganz freundlich ist und sie nett daherreden und dass, wenn sie aber nicht reden und die Kamera auf sie gerichtet ist, sie gehässig reingucken. Und das Ganze wurde getoppt von einem Video vom digitalen Chronisten, wo man sieht, wie Robert Habeck ist, als die Kameras nicht mehr laufen. Da war so ein Outtake. Also vorher hat er erzählt, Hanau ist ja alles so schrecklich, die armen Angehörigen und so traurig und fürchterlich und die Hetze in dem Land und gibt er den netten Onkel, also so sympathisch, ach, mit dem würde man ja auch so gern mal Kaffee trinken, der ist ja so nett. So hat er da rum erzählt. Und dann in dem Moment, wo er gewusst hat, die Kameras sind aus, dann ist sein Gesicht zusammengefallen. Und er hat, ja, denke ich, seine autoritäre, gehässige, wahre Art gezeigt. Da hat man den wahren Robert Habeck gesehen. Es ist auch ein Tag des Zorns über den Hass, über die Gewalt, die sich in unsere Gesellschaft reinfrisst, über Jahre jetzt schon, die sich im Netz ausbreitet und von da aus dann zu immer mehr und fürchterlicheren Taten wird. Heute sollte das Mitgefühl und die Aufklärung im Zentrum stehen. Wir dürfen uns nicht an solche Taten gewöhnen. Und dann muss die konsequente Verfolgung und die Prävention aller solcher Taten, des Rechtsextremismus, des Rassismus, unbedingte Priorität allen politischen Handelns sein. Soweit von meiner Seite. Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Und was einem jetzt natürlich klar sein muss, das war jetzt ein Outtake. Und die Journalisten, die kennen Robert Habeck, wie er wirklich ist. Das heißt, diese ganzen Journalisten, die ganzen Altmedien, die wissen genau Bescheid, was Sache ist. Und ich wette, es ist nicht nur bei Robert Habeck so, es ist wahrscheinlich bei ganz vielen so, es ist wahrscheinlich bei allen so, bei fast allen, dass sie, wenn die Kamera aus ist, eine ganz andere Seite haben. Und die Journalisten kennen das alles. Und ich habe ja schon einmal ein Video darüber gemacht, das nicht besonders gut geklickt wurde, weil es war keine bekannte Person drauf. Und wir sind alle nur Menschen, wir gucken natürlich immer, wenn wir eine bekannte Person drauf sehen, dann klicken wir viel eher drauf, als wenn da niemand Bekanntes drauf ist. Und dann ist mir auch klar geworden, jetzt nochmal viel mehr, dass vielleicht der Journalistenberuf, also natürlich eingeschränkter Beruf, natürlich die Menschen sind immer die Ursache, aber dass von den Journalisten das eigentliche Problem ausgeht, das Deutschland hat. Die CDU und FDP wurden in den 90ern von den Medien schon schlecht gemacht und die Grünen und die SPD hochgeschrieben. Die Grünen und die SPD wurden immer von den Medien gepusht. Und jetzt ist es natürlich ganz besonders extrem. Die AfD wird fertig gemacht, wie man sich es schon mal gar nicht vorstellen kann. Und die ganzen Grünen, diese ganzen grünen Parteien, die gäbe es gar nicht so in der Art und Weise, wenn die Medien sie nicht dauernd pushen würden. Das heißt, das Systemproblem in Deutschland, das geht in Wahrheit von den Journalisten aus, weil sie so ein wichtiges Zahnrad sind in der Demokratie. Und dieser Beruf hat anscheinend irgendwas, was die Leute verteufelt. Oder teuflische Leute gehen in diesen Beruf. Eins von beiden muss es sein. Und ich hatte ja schon in dem Video gesagt, dass die Körpersprache das Unterbewusstsein beeinflusst und sich Journalisten vielleicht dadurch abgewertet fühlen, dass sie immer ihre Energie dem Zielobjekt zuwenden, also den Politikern, und sie wissen, diese Leute sind wichtiger, bekannter als wir. Wir werden nie so wichtig sein. Wir werden immer nur berichten, was sie Tolles machen. Und das ist herabwürdigend und demütigend. Ich habe das auch schon erzählt. Ich habe selber einmal probiert, eine Passage von Kurz zu schreiben. Und ich kann deswegen ein bisschen das Gefühl nachvollziehen, also diese Passage, das war da nichts und ich konnte es nicht, ich habe es da nicht gepostet, weil es zu langweilig war. Ich habe dann aber auch gemerkt, wie blöd das ist, an dem
Der Kurz, der hat einmal irgendwas kurz erzählt, der macht 10 Minuten ein Statement, geht dann weiter auf irgendeine wichtige Konferenz. Was ich, der ist relativ jung. Und dann merkt man, okay, man macht jetzt ewig rum an etwas, wo ein anderer 10 Minuten rumgemacht hat und dann gleich zum nächsten geht. Und damit beschäftigt man sich jetzt die ganze Zeit mit diesem Mist. Und das ist das Alltagsbrot von diesen Journalisten. Sagen Sie, wenden Ihre Energie diesen Leuten zu und diese Leute wenden ihre Energie ständig woanders hin. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Und da spielt es auch keine Rolle, dass die Journalisten logisch wissen, dass sie vom Einkommen vielleicht gar nicht so schlecht dastehen im Vergleich zu anderen. Aber diese anderen Leute, die spüren diese Demütigung nicht. Also sie haben ein geringes Einkommen, aber die bekommen das nicht die ganze Zeit immer mit. Und ich kann mir vorstellen, dass das aggressiv macht. Das heißt, es ist natürlich reine Mutmaßung. Es gilt natürlich auch nicht für alle Journalisten. Es hängt natürlich auch von Menschen ab, vom Charakter. Aber es ist doch auffällig, dass diese Hetze bei den Journalisten so stark verbreitet ist. Und ich habe auch das Gefühl, mit dem Robert Habeck, die Journalisten, die wollen das so. Die haben irgendwie einen Hass und genau diese gehässige Art, das wollen sie fördern. Sie wollen den Systemumbruch. Ein weiter so, wie es jetzt ist, kann es für sie nicht geben. Sie wollen Macht ausüben. Auf jeden Fall stimmt mit diesen Leuten irgendwas nicht. Man muss sich überlegen, Robert Habeck lässt da so die Maske fallen und niemand berichtet darüber. Oder das ist ja wahrscheinlich andauernd so. Und es passieren ja die ständig die merkwürdigsten Dinge. Und die Journalisten berichten da gar nichts drüber. Aus freien Stücken nicht. Also das ist wie so eine Parallelrealität. Das ist alles komplett verrückt. Und ich glaube, dass der Journalistenberuf ist wirklich ein Problemberuf und eine ganz ernste Gefahr für die Demokratie. Und ich glaube, das muss man begreifen. Dass das natürlich liegt es an den Menschen, aber ich glaube, es hat auch was mit dem Beruf zu tun. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.